Genau, diese Schleife müssen wir jetzt dem Hund geben. Von dem bekommen wir Hundefutter. Dieses Hundefutter müssen wir dem lieben Krokodil am Strand geben. Ach Gottchen, ey. Ja, diese Schleife, genau. Ja, die kriegst du. Eine Dose Hundefutter. Natürlich. Sehr gut. So, jetzt können wir uns noch schnell ein Herzteil schnappen. Und zwar bei diesem Typen hier. Möchtest du eine Runde angeln? Ja. Es kostet dich nur 10 Rubine. Jo. Ja, das musst du mir eigentlich nicht alles erklären. Mit A und B-Knöpfen kannst du die Schnur dann im Wasser bewegen. Ja, ist okay. So, und zwar müssen wir hier vorne diesen Fisch angeln. Nein, 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 nein. Oh. Ja, und dafür müssen wir erstmal diesen Fisch hier... Ja, wegangeln, wie es aussieht. Ja, es ist ein bisschen nervig. Aber naja. Ja, diesen dicken Fisch unten rechts, den müssen wir uns angeln, denn der hat ein Herzteil in sich. Wie auch immer. Aber... Warte mal. Wollen wir uns echt das Herz eines Fisches... Um für uns mehr Herzen zu bekommen. Ja, komm, beiß an. Ja, nice. Ein großer Herzteil, yo. Und 20 Rubine. Nein, wir möchten nicht nochmal. So, jetzt haben wir schon unser zweites Herzteil. Unser drittes bekommen wir auch auf dem Weg zum zweiten Palast. Und... Das war's, glaube ich, auch erstmal an Herzteilen. Ja, habt ihr mir schon einmal gesagt. Mach das alles. Die erzählen nämlich, dass der Hund weggenommen wurde. Hund wurde geklaut und bitte, bitte, hilf uns, diesen Hund wiederzubekommen. Rette unseren Hund und so weiter. Das werden wir auch machen. Nur nicht jetzt. So, hier in dem Haus lebt ein Krokodil. Genau diese Dose. Ja, genau. Er braucht nämlich diese Dose, weil er Dosensammler ist. Zack. Er isst sie einfach eiskalt auf. Gut, und wir bekommen jetzt von ihm ein paar Bananen. Und diese Bananen brauchen wir später. Das heißt, was das angeht, sind wir beim Sidequesten erstmal fertig. Soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe. Bin mir da gar nicht so sicher. Aber ich denke schon. Ich denke echt schon. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum zweiten Palast, beziehungsweise erstmal auf den Weg, Struppi zu retten. So heißt nämlich der Hund. Und der ist zufälligerweise der Schlüssel, um in den zweiten Palast zu bekommen. Wer hätte das erwartet? Weiß ich nicht. So. Dann müssen wir wieder durch den Zauberwald gehen. Und können wir schon... Nee, können wir noch nicht. Ich glaube, das... Nee. Nee, nee, können wir nicht. Schade, schade. Ich hatte gerade überlegt, ob wir irgendwie schon irgendwo was holen können. Jetzt, wo wir die Feder haben und den Bogen und so, aber bin der Meinung, wir können noch nichts machen, nee. So, hier ist schon das nächste Herzteil. Zack. So, und hier in dieser Höhle befindet sich der liebe Struppi. Was willst du hier? Ja, ja, jetzt kommen erstmal hier diese nervigen Gegner, die wir alle besiegen müssen. Die bösen Moblins, glaube ich, ne? Und der Boss Moblin. Yo, weiß gar nicht, können wir den mit Pfeilen schneller besiegen? Nee, können wir nicht. Ich glaube, aua. Pfeile machen die mir Schaden, oder? Nee, machen sie nicht, okay. Gut. Ja, mit der Feder hier ist es ganz einfach. Ach, wie? Er ist nicht gegen die Wand ge... Okay. Er muss halt... Wir müssen warten, ausweichen und dann... Warten, bis er gegen die Wand geflogen kommt. Sodass er halt... Trauma erleidet oder so, ich weiß es nicht. Okay. Noch einmal, gleich. Noch einmal. Dann haben wir ihn besiegt. So. Sehr gut. Und wie jeder Miniboss droppt er auch eine Fee. Und hier ist Struppi. Du hast Struppi gerettet, yeah!
Und wie gesagt, Drubi ist jetzt der Schlüssel, der uns in den zweiten Palast führt. Wir müssen nämlich jetzt mit Struppi hier links in den Sumpf rein. Hier leider nicht, denn wir können die Steine nicht, noch nicht hochheben. Wir müssen einmal nach ganze links außen rum. Um dann zu dem... Uiuiui! Aua! Palast zu kommen. Der Struppi frisst Gegner auf dem Weg einfach weg. Einfach so weggeschnetzelt. Da das Haus eben links muss... Ja, das kommt später. Da müssen wir später noch rein. So, und wir müssen jetzt halt warten, bis Struppi hier so eine... Struppi, danke. Eine Pflanze wegschnetzelt. Uns noch einmal... Aua. Genau, die Pflanze. Hier noch ein paar Rubine schnetzeln. Auch wenn wir eigentlich, glaube ich... Doch, wir brauchen noch 300 Rubine, glaube ich, einmal. Genau. Zack, und hier muss Struppi jetzt auch eine... Okay, dann nimm die Pflanze. Eine Pflanze weg. Essen. Und wir sind im zweiten Palast, Leute. Der Djinn-Grotte. Zack, zack. Was da links ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich bin diesen Weg nach links nie gegangen. Ich glaube, das ist nur die Karte oder so. Irgendwas, irgendwie sowas ist da. Hier unten der Raum ist auch unnötig. Denn da finden wir auch nur einen weiteren Schlüssel. Aber da wir einen Schlüssel verschwenden müssen, um da reinzukommen, ist es irgendwie... Bisschen unnötig, würde ich jetzt mal sagen. Hier haben wir auch nochmal einen kleinen Schlüssel. Das wollte ich gleich machen. Zack. Zack. Wieso habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich mache das immer so. Ich weiß auch nicht warum. Einfach weil es cool ist, auf diesen Dingern zu hüpfen. So, noch ein kleiner Schlüssel. Die können wir ignorieren. Genauso wie die. Wir brauchen hier nur einen Schlüssel. Und hier müssen wir jetzt... die eigentlich nicht besiegen. Also besiegen müssen wir sie nicht, aber... sie sind nervig, diese Fledermäuse. Zack. Aber wenn man schnell genug ist, dann kann man hier in eins rüberspringen. Und hier auch. Nein, ich bin nicht schnell genug. So, hier bekommen wir neue Herzen. Und hier sind wir schon beim nächsten Miniboss, Leute. Ich glaube, den kann man aber schneller mit Pfeilen besiegen, ne? Genau, zwei Pfeile und er ist besiegt. Ganz easy. Er droppt wieder eine Fee, die wir gerne mitnehmen. Und dann gehen wir weiter. Ich glaube, diesen Weg, da müssen wir gar nicht gehen. Hier bekommen wir den Kompass, glaube ich, drin. Nein, die Karte, okay. Beziehungsweise Teil der Steintafel. Zack. Um wieder Tipps zu bekommen. Und hier drin müssen wir die Fackeln anzünden. Auch nur eine Fackel. Dann können wir diese Geister schon besiegen und wir bekommen das Kraftarmband. Yeah. Damit können wir jetzt halt Steine, Vasen etc. alles hochheben. Was ziemlich cool ist. Erstmal die besiegen. So, ich glaube, wir müssen oben gar nicht lang gehen, ne? Nee. Müssen wir eigentlich nicht. Wir können hier einfach rüberhüpfen und einen weiteren Schlüssel schnecken. Und den wieder aktivieren. Geh weg, geh weg. So. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Rätsel. Oh, ja! Nice! Ball der Macht! So, hier ist nämlich das kleine Rätsel. Wir müssen erst diesen Hasen, diesen eingesperrten Hasen besiegen. Das machen wir, indem wir uns hier ein... Okay. Zack. Dann die Fledermaus und dann den. Und dann bekommen wir einen großen Schlüssel. Das Rätselslösung steht, glaube ich, auch auf der Steintafel. Erst den eingesperrten Hasen, zuletzt den Skelettritter. Genau. Und ja. Hier müssen wir jetzt auch nochmal alle besiegen. Irgendwo hier unter ist auch noch eine Fee, falls ihr eine Fee braucht in dem Punkt hier. Ist das dein Ernst jetzt? Okay. Jetzt kommt diese Treppe. Und jetzt wird's witzig. Die Steindinger hier gehen runter. Außer diese Steintafel da normal. Die Steinplattform. Wir sind nicht zu leicht für diese Steinplattform. Und deswegen müssen wir diese Vase mitnehmen. Und hier gibt's auch einen Trick. Gerade mit dem Dings, mit dem Speed. Ist es einfacher. Einfach hier so von der Seite rüberspringen. Und schon sind wir beim zweiten Boss.
Gibt's, glaube ich, auch eine Methode, den einfacher zu besiegen. Aber ich mache das immer so, wie ich's halt mach. Müssen jetzt halt warten. Einfach, ich mach's immer so, ich renne hier unten einfach die ganze Zeit hin und her. Bis er sein Feuer weggeschleudert hat. Dann müssen wir ihn einmal angreifen. Hochnehmen und gegen die Wand schleudern. Und ja, das Ganze, glaube ich, zweimal. Ja, ich glaube zweimal. Ich habe das Gefühl, ich sterbe hier wieder. Ich weiß auch nicht wieso. Zack. Genau, jetzt ist er wach. Oder jetzt ist er da. Jetzt müssen wir ihn halt angreifen. Wirbelt er sich ein bisschen. Lol, da unten ist er aufgetaucht, okay. Wirbelt er nochmal. Wieder angreifen. Ich hab ihn besiegt und ich bin Nee. Heute ist nicht mein Tag, Leute. Heute ist nicht mein Tag. Alter Vater, ey. Ich bin nie bei dem ersten und nie bei diesem zweiten Boss gestorben. Was ist denn los mit mir? Geil. Haha. Ich bin so ein Profi. Das macht die Aufregung, glaube ich. Beziehungsweise der Drang, das hier alles durchzusprinten. Schnell zu arbeiten. Oder schnell zu spielen. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Ein großer Fehler. Ah. Okay, machen wir das Ganze halt nochmal. Ach du Kacke, ey. Ich fühle mich gerade richtig schlecht. Dadurch, dass ich jetzt zweimal beim ersten und einmal beim zweiten Boss schon gestorben bin. Das ist unglaublich, ey. Jetzt will ich die Fee haben. Wo ist die Fee? Hier ist irgendwo eine Fee, ich weiß es, da. Danke. Ach Mann, ey. Aha. Ich fühle mich einfach so richtig, richtig schlecht. Aber wir haben ihn gerade besiegt. Und sein Feuer hat uns halt einfach trotzdem noch getroffen, ey. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Okay, ich konzentriere mich jetzt und ich lasse mir Zeit beim Spielen. Ach Mann. Wie gesagt, es gibt ja auch irgendwie einen Trick, um das schneller, um den schneller zu besiegen. Aber ich kenne den Trick nicht. Meiner Phase bin ich unverwundbar. Okay. Auf ein neues, Leute. Auf ein neues. Diesmal schaffen wir es. Diesmal schaffen wir es. Zack. Mit meiner Vase bin ich unverwundbar. Ja, cool. Ach Mann, ey. Ach Mann, ey. Das stört mich gerade richtig, dass ich da gestorben bin. Schon wieder. Ein zweites Mal gestorben bin. Das ist nicht wahr, ey. So. So. Wieso habe ich das eben nicht so gemacht? Okay, da bin ich trotzdem getroffen, okay. Noch einmal. Glaube ich. Ja, okay. Eieieiei, ey. Ach, Mann. Gut, Leute, wir haben den zweiten Palast geschafft und bekommen unser zweites Instrument, das Tritonshorn. Ach, ja. Schön. Schön, schön, schön. Urunga-Steppe. Danke, Struppi. So, jetzt können wir zwei Sachen machen. Erstmal, glaube ich... Ja, es dürften zwei sein. Und zwar können wir uns ein Herzteil holen und ein Upgrade. Dieses Upgrade befindet sich hier. Und davon gibt es drei Stück. Hier ist nämlich so ein, weiß nicht, was es ist. So ein Monster, keine Ahnung. Yeah, er stört mich wieder bei meinem Schlafen. Genau. Wir wecken ihn auf und zur Strafe müssen wir halt mehr tragen. Und er bietet uns halt an, erstmal zur Strafe mehr Zauberpulver, dann mehr Bomben und dann mehr Pfeile.
Und wir wollen zuerst das File-Upgrade haben. Dann können wir nämlich jetzt... Genau, jetzt müssen wir noch mehr Zeug mit uns rumschleppen. So schlimm. So schlimm. Genau, jetzt können wir 60 Pfeile tragen. Das ist auch das einzige File-Upgrade. Soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe. Und jetzt holen wir uns erstmal... ein Herzteil. Und zwar das hier hinten. Und zwar... haben wir jetzt auch, glaube ich, ein komplett neues Herz. Ja, geil. Kompletten Herzcontainer zusammen. Vier Herzteile gesammelt, jetzt bekommst du einen neuen Herzcontainer. Yeah. Das heißt, wir haben unsere erste Reihe schon fast fertig. Im Spiel kann man auch nur 14 Herzen haben. Anstatt so wie bei anderen Zeldas 20. Und ja. So, jetzt holen wir uns hier noch eben eine Zaubermuschel. Zack. Zack. Eine Zaubermuschel. Yeah. Gut, was können wir denn als nächstes machen? Beziehungsweise, was machen wir denn als nächstes? Wir machen als nächstes ganz normal weiter, glaube ich, ja. Ja. Wir machen ganz normal weiter. Erledigen zwischendurch halt ein bisschen was. An Dingen, die wir halt erledigen können. Und das sind zum einen hier ein paar Rubine schnetzeln. Genau. Zack. Einmal 50 Rubine holen. Und dann noch hier vorne einen Porter aktivieren. Genau, diese Teleporter werden auch noch relativ wichtig. Beziehungsweise wichtig jetzt nicht, aber es ist eine kleine Abkürzung auf jeden Fall. So, den haben wir jetzt aktiviert. Oder aktiviert er sich allgemein? Ich weiß es gar nicht genau. Da können wir, glaube ich, noch nicht rein. Nee. Ach, genau. Hier. Wo müssen wir nochmal die Bananen abgeben? Verdammt. Ach doch, jetzt, ja, klar. Ich weiß es. Ich weiß es wieder. Alles klar. So, wir müssen jetzt Struppi abgeben. Warum habe ich Struppi denn noch dabei? Was ist denn mit mir? Okay. Heute läuft alles schief, was schief laufen kann. Nice. Aber ist ja gut. Wir haben ja Zeit. Wie gesagt, ist ja kein Speedrun an sich. Wenn es vielleicht dem einen oder anderen so vorkommen mag, ist es keiner. Ich spiele das Spiel nur allgemein sehr schnell durch. Oder gerne schnell durch. Nicht sehr schnell, aber halt schneller als andere. So, zack. Hä? Danke, danke. Es war so... Ja. Ah, jetzt ist er dran, okay. So, jetzt haben wir Struppi abgegeben. Und jetzt... Jetzt gehen wir den normalen Weg weiter. Ja, jetzt endlich mal. So. Was ist denn jetzt dran? Was steht dran? Wir müssen... zur Burg. Glaube ich. Ja, das ist... Ja, doch. Wir müssen zur Burg. Und erstmal... Ne, hier... Genau, hier war der Weg. Alles klar. Wie viele Zaubermuscheln haben wir? 3 Stück. Okay. Wir brauchen 5. Um ein Upgrade zu bekommen. Genau. Hier ist der Affe, der die Banane möchte. Ja, ich gebe Kiki die Bananen. Oh, Kiki freut. Affen, kommt, bedanken. Genau. So, genau. Diese Affen haben uns jetzt eine Brücke gebaut und einen Stock dagelassen. Du hast einen Stock gefunden. So. Gut, hier ist jetzt ein Geheimgang, der uns gleich zur Burg führt. Und hier in dieser Burg müssen wir goldene Blätter sammeln. Eins bekommen wir hier von diesen Viechern. Ach, verdammt. Mann! Okay. Zack.
Zack. Okay,